Ich mache heute eine Limonade selbst und deswegen sammle ich jetzt gerade im Garten Zitronenmelisse und Brennesseln. Hier ist die Zitronenmelisse und da drüben sind die Brennesseln. Und davon schneide ich mir jetzt welche ab. Ich möchte heute mit euch eine selbstgemachte Kräuterlimonade machen. Und dazu habe ich jetzt ja bereits die Brennesseln und die Zitronenmelisse gepflückt und gewaschen. Und dann habe ich hier im Mixer bereits zwei Bio-Zitronen gemixt. Das können wir uns zusammen mal angucken. Deckel drauf. Und jetzt probiere ich das einfach mal, wie das bisher geworden ist. Jetzt aus. Das ist jetzt ganze Bio-Zitrone, dann sind es Brennnesseln und Zitronenmelisse. Einfach roh zusammen mit Wasser in Trinkwasserqualität gemixt. Ich finde das schon sehr lecker so. Wer das feiner haben möchte, kann es einfach noch ein bisschen länger mixen. Und wer das süßer haben möchte, kann sich da Ahornsirup reinmachen. Hat natürlich auch Kalorien, wird aber ganz anders verstoffwechselt als dieser weiße Zucker. Und ist, finde ich, eine wunderbare Alternative zu einer gekauften Limonade oder gar Cola, die auch noch Phosphorsäure enthält, die euch die Knochen enthärtet und was weiß ich, die alles macht da. Probiert es gern mal aus. Ich finde das einfach nur miam. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert mich doch gerne und bis zum nächsten Mal.